Miss you. Ich wusste nicht, dass Wölfe besonders an Fotos hängen. Also würde ich sagen, der Wolf ist, da das hier Miss you, da das bei ihr steht, würde ich sagen, hier unser Atmos on point. Absolut. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass hier Christian Grey, dass der, oder John Grey, dass der Wolf ist. Damit hätten wir dieses Rätsel gelöst. So, 7 plus 8, Mond, Granatapfel, Ziegel, Telefonschnuller, Johannisbeeren, Tannenzapfen, ist schon wieder Freibier, Flachreliefschlüssel, Haken, Rohrschneider, Schildkröte. Flachreliefschlüssel. Hör mal auf, ey, hier mal ein Rohrschneider. Das ist der Flachreliefschlüssel. Stempel, Fernbedienung. Hier die Fernbedienung, der Föhn passt hier auch absolut in die Location. Ist alles komplett on point. Schildkröte. 124. Warte mal, was war das nochmal? 7 plus 8. 15. Haben wir hier eine 15? Ja. Lange? Nein. Mond? Hier oben? Nee. Ich dachte hier so Mondlicht. Eine Diskette. Eine alte Floppy-Disk. Oh, ey. Einfach so on point hier. Granatapfel. Himmelbeeren. Haken. Grankaul. Ich weiß jetzt nicht, woher ich Dänisch kann auf einmal, aber bin gerade durch den Kopf gegangen. Ziegel. Man Schnuller gefragt? Jawohl, war. Mondziegel, Telefon. Telefon müsste mir noch ins Auge stechen hier. Bei der Location. Ja, da ist doch der alte Ackerschnacker. Ziegel. Aber Texturen und Gesamteindruck hat sich schon etwas gemacht. Sieht insgesamt ordentlich aus. Das ist richtig. Das einzige Problem, das ich habe, ich muss das Ganze in 1080p spielen. Damit kann ich die Kamera nicht mehr so hin und her switchen, wie ich gerne möchte. Weil auf den anderen Bildern, das funktioniert nicht. Der Mond. Will das hier der Mond sein? Nee, ist ja auch Sonnensymbol eher. Mond. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond. Wo sind der fucking Mond, Alter? Das ist schon wieder irgend so ein Scheiß. Riesengroß, prangt mir voll ins Gesicht oder ultra klein, kann man gar nicht sehen. Der Mond. So, Chat, ich nehme Hilfe entgegen, weil ich kann den echt nicht finden. Der Mond. Mond. Also ich würde auf Tipp drücken, weil ich sehe nichts, was irgendwie aussieht wie ein Mond. Vor allem ich sehe auch jetzt nicht irgendwo ein Wandtattoo oder sonstiges, was irgendwie an den Mond erinnert. Auch mal bei der Brosche.
Der Junge links. Bis hier nicht. Dem Toast rechts. Okay. Ich guck mir, also ich lade mir nachher sowieso das VOD runter. Ich bin sehr gespannt. Wurzeln. Hier. Die Heckenschere ist viel zu stumpf. Ich sollte sie zunächst schleifen. Aha, ein Tipp. So, wo hatten wir denn jetzt so ein Emblem noch? Ich glaube hier, ne? Nee. Das sieht anders aus. Kann das höchstens sein, dass dieses Emblem später kommt? Also, das, was wir jetzt eingesammelt haben. Ja, gut, das ist klar. Aber das kann nicht alles sein. Ah, hier ist irgendwie ein Schlüssel. Nee, Schlüssel nicht, ein Feuerstein. Ich erinnere mich jetzt nicht, dass wir irgendwo... Eine Idee, dass irgendwo gestanden hat... Machen Feuer. Nee, den Koffer haben wir aufgemacht. Da waren ja die Handschuhe drin. Oder hier vielleicht. Warte mal, das ist das Feuersymbol. Mechanismus ist nicht aktiv. Erdsymbol. Erde habe ich. Feuer habe ich, Wasser habe ich. Wind hätte ich ja eigentlich auch. Mechanismus eigentlich. Also hier denn wohl erstmal noch nicht. Aber sonst Erde, Feuer, Erde, Wasser, Wind, Liebe. Durch eure vereinten Kräfte. Ah! Aha! Hier ist es doch. Okay, fangen wir hier unten mal an. Ja, was ist denn das hier? Ein sehr luftiges Gefühl. Oh nee, ne? Klicke auf die roten Pfeile unten, um den roten Würfel zu bewegen. Schiebe die grauen Würfel mit Hilfe der roten auf die blauen Edelsteine. Verbaut. Was ist das? Trainieren. Kann ich nicht sowas. Feuer. Gleiche Scheiße nochmal. Genau. Achso, ich muss erstmal warten, bis der aufgeladen ist. Ich kann es versuchen, aber... Wenn ich den jetzt nach links schiebe, dann ist der verbaut. Definitiv. Weil das ist, glaube ich, schon... falsch. Ah, Moinsen, Alter. Jetzt noch zweimal, also ich kann das nicht. Was ist denn das hier? Wellenlinie. Könnte für Wasser stehen. Kipp mal hier einen Becher Wasser da rein. Vor allem die Dinger werden immer kleiner.
Fertig. Fertig, weil mehr geht nicht. Ja, der war falsch. Der kann ruhig darüber. Also, das wäre ja so eine Erde. Fertig. Ich hab's jetzt schon kaputt gemacht. Nee, bei den Rätseln oder bei solchen Rätseln, da war ich bestimmt nicht besser, Fabi. Da täuscht du dich. Solche Rätsel habe ich gestern schon ausgelassen. Da bin ich mittlerweile, wie eben gesehen, besser in Mathe-Rätseln. I'm glad that you're here and that you're my witness. Fuck! Ah! Komm doch mal, mein dummes Zeug mach. Ich bin froh, dass du wieder hier bist und Zeuge sein wirst. My soul is restless. I am the one responsible for the cursed legacy that has afflicted my ancestors. Meine Seele findet keine Ruhe. Ich bin für das furchtbare Vermächtnis verantwortlich, das wie ein Fluch auf meiner Familie lastet. When my spirit could no longer reside within my human form, the family council decided to imprison me. Als mein Geist nicht länger in meiner menschlichen Form verweilen konnte, beschloss der Familienrat, mich einzukerkern. I died a beast. There must be a way to undo the original curse. You are my only hope. Ich starb als Bestie. Es muss eine Möglichkeit geben, den ursprünglichen Fluch aufzuheben. Du bist meine einzige Hoffnung. Alles klar, Onkel Albert aus dem Saarland. Mein Name ist Kane. Nein, dein Name ist Albert. Und du kommst aus dem Saarland. Vor allem so schön hier, ne? Die Übersetzung. Da haben sie beim Lichtflackern aber ein bisschen... da haben sie schon so ein bisschen... ne? Dieser Zelle haben sie Grays Großvater gefangen gehalten. Ja, Alter, der Text ist auch einfach nur mal doppelt so schnell. Die Grays landen mit verblüffender Regelmäßigkeit in irgendeinem Verlies. Schön, ja, das ist herrlich. So, hier, Skelett. Onkel Albert. Ja, schön, Alter. Anker, Rührbesen, Maus, Schwimmer, Fisch, Pflaster, Kakerlake, Handschuh, Radieschen, Dominostein, Schlüssel und Ring. Schlüssel.
Korkenzieher. Nicht? Okay, hätte sein können. Probieren? Nicht? Chilischote? Nicht. Mixer oder Rührbesen? Anker. Dominostein. Handschuh. Libelle. Korkenzieher. Anker. Libelle, Korkenzieher. Flasche. Tasse. Schraube. Uhr. Ding. Radieschen. Brille, Fernglas. Nee, wir haben ja vorhin gesagt, Fernguckapparat, Schraubendreher. Würfel, auch nicht. Fisch, Pflaster, Maus. Kakerlake. Das ist so geil. Ich lese, merk mir drei Dinge und dann finde ich aber irgendwas anderes. Hier sind jetzt nur noch drei offen. Maus, Pflaster und Fisch. Die Frage ist jetzt, Pflaster zum auf Wunde packen? Oder Pflasterstein. Fisch, Maus, Pflaster. Ich hier irgendwie gerade ein Sternzeichensymbol gesehen? Oder war das in dem letzten Wimmelbild? Fisch, Pflaster. Fisch, Pflaster, Maus. Maus. Fisch und Pflaster. Pflaster habe ich gefunden. Jetzt bleibt nur noch Fisch. Frage. Fisch. Fisch. Fischiger Fisch. Okay, gut gemacht. Vielleicht ist das hier noch nützlich. Das ist nicht nur vielleicht nützlich, das ist sogar mit äußerster Wahrscheinlichkeit nützlich. Okay, jetzt hat er mich hier reingelockt, in Anführungsstrichen, um mir zu zeigen, hier bin ich tödlich verunglückt. Vor Jahrtausenden.